Wassermarsch. Der Hermannsdorfer See wird seit heute geflutet. Im Tagebau Norden entsteht der erste Naturschutzsee in Verantwortung der LEAG. Das ist natürlich auch ein beredtes Zeugnis dafür, dass wir nicht nur auf der einen Seite Landschaft in Anspruch nehmen, sondern auch die Möglichkeit haben, Landschaft zu gestalten. Und gerade hier in Norden haben wir doch einige Höhepunkte geschaffen. Wir haben die Jeseritzen gestaltet, also das Einzugsgebiet für diesen See. Inklusive haben wir natürlich 17 Kilometer Einzugsgebiet Gräben geschaffen. Und das ist natürlich auch ein beredtes Beispiel für unsere Verantwortung. Bernd Lange testet schon mal das Wasser. Der Landrat sieht im Hermannsdorfer See eine große Chance für die Region um Görlitz. Zwischen dem Schweren Berg in Weißwasser und dem Findlingspark Nochten können wir hier ein neues Element aufnehmen, wo man darstellen kann, auch für die nachfolgende Generation, wie Bergbau eingreift und wie man es fertig bringen kann, es zurückzugehen. Daran war vor 13 Jahren noch nicht zu denken. Von 2005 bis 2013 wurden die ehemaligen Tagebaugruben zugeschüttet und die Uferkanten geformt. Seit heute fließt das Wasser. Dieses kommt aus einer benachbarten Grubenwasserbehandlungsanlage. Den entsprechenden pH-Wert natürlich durch Bekalkung und, was ganz wichtig ist, wird durch Belüftung das Eisenhydroxidschlamm natürlich herausgelöst. Und das Wasser, was wir hier einleiten, hat 0,5, 0,6 Milligramm pro Liter. Also das ist sehr, sehr gutes Wasser, was wir hier entsprechend dann auch einleiten. Der Hermannsdorfer See wird bis zu 25 Meter tief sein und ist für Pflanzen und Tiere gedacht. Bis der See komplett gefüllt ist, dauert es bis 2024. Die LEAG wird danach auch zusätzlich Wasser hineinpumpen.